Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Heute am Freitag, den 30. August 2019, hört ihr die Geek Talk Daily 685. Ich habe gerade erfolgreich eine Mücke gekillt und bin besonders stolz auf mich und deshalb steige ich gleich mit den Themen ein. Ersetzen, Malware, Telegram, 10.9. App Store und Reparaturen. Ein interessanter Beitrag habe ich gelesen auf dem Kraftfutter-Mischwerk-Blog, der mal ein kleines Experiment gemacht hat und sich gesagt hat, was wäre, wenn man das Wort E-Scooter in den Schlagzeilen durch das Wort Autos ersetzen würde. Das ist unbedingt ein Klicktipp bei uns in den Shownotes oder auf daily.geektalk.ch zu der aktuellen Seite Folge. Da sollt ihr mal ein bisschen reinlesen, wenn es dann nämlich so tönt wie Verbände warnen vor Autochaos oder Umweltministerin Schütze findet Auto total nervig, finde ich witzig. Da hat es ein paar wirklich wildes Parken, Frust über abgestellte Autos steigt und so weiter. Finde ich wirklich witzig, wenn man das mal vertauscht. Nicht witzig finde ich, wenn man in eine App Malware reinmacht. Eine App, die eigentlich immer sauber war, zumindest hat man bis dahin nicht gefunden. Der Cam-Scanner, der auch auf vielen asiatischen Android-Smartphones vorinstalliert ist, hat beim letzten Update plötzlich Malware drin bekommen, die auf eine bösartige Werbebibliothek zugreift, die euch oder dem Nutzer generell Abos unterjubeln möchte. Und genau diese wurde jetzt von Google entfernt. Spannend wäre zu wissen, hat sie Google nur aus dem App Store entfernt oder auch von eurem Telefon. Sollte die App jemand genutzt haben, lasst es mich doch wissen. Dann ein kleiner Hinweis, ich habe ja diese Woche schon mal berichtet, dass wir eine Messenger-Reihe auf dem pagipsi.ca-Blog als Testbericht online stellen werden. Heute, also gestern besser gesagt, ging der erste Testbericht online. Telegram, wer mehr darüber erfahren möchte und schon immer mal wissen wollte, ob er da einsteigen möchte, der Testbericht ist wie gesagt online und verlinkt. Mittlerweile ist endlich bekannt, das nächste Apple-Event findet am 10. September 2019 statt, so wie eigentlich gemutmaßt seit circa Anfangs August. Da wird das kommende neue iPhone vorgestellt, vielleicht noch oder ziemlich sicher noch eine Apple Watch, eine neue und. Es könnte noch das eine oder andere mit dabei sein und oder auch nicht. Wir dürfen gespannt sein und die IFA abwarten und dann kommt das Ganze ja. Der Zürcher Apple Store, das habe ich ja schon das eine oder andere Mal berichtet, darf zumachen wegen Mietgeschichten und jetzt geht der neue auf. Gestern war der letzte Tag, wo der ehemalige Store geöffnet hatte. Ab Samstagmorgen um 10 Uhr ist der neue Store am Rennweg eröffnet und kann von Kunden besucht werden. Er soll größer sein, mehr Möglichkeiten bieten. Mal schauen. Vielleicht schaffe ich es, vielleicht auch nicht. Ich habe ja Papatag. Aber mal, lass mich überraschen. Dann hat Apple eingelenkt und da bin ich wirklich überrascht. Apple beliefert jetzt auch Drittwerkstätte mit Reparaturbeschreibungen, mit Reparaturwerkzeugen und auch vor allem mit Ersatzteilen, was besonders wichtig ist. Da gab es in den Staaten so den einen oder anderen Streit. Auch hier in der Schweiz, nehme ich an, Deutschland, Österreich wird es nicht anders sein, freut sich sicherlich das eine oder andere Handy-Doktor oder was auch immer, wie die sich nennen, über die Möglichkeiten, die kommen. Ganz wichtig, die Möglichkeit besteht aktuell erst in den Staaten und wird zu einem späteren Zeitpunkt, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, wann das soweit ist, auch auf weitere Märkte ausgerollt. Das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute für den Freitag hatte. Das heißt, für euch geht's bald schon ins Wochenende. Nächste Woche, wie ihr ja vielleicht mitbekommen habt, ist schon die IFA. Das heißt, die ersten beiden Folgen wird der Achim noch alleine machen und ab Mittwoch werden wir dann ziemlich sicher die Folgen jeweils zu zweit machen.
Oder auch eher weiter hinein, das werden wir dann spontan sehen, wie es zu schneiden gibt, was wir Video produzieren etc. Schaut auf jeden Fall vorbei, somit natürlich auch auf dem TV-Format GeekTalk TV, tv.geektalk.ch, da wird es einiges an Content geben und natürlich auch in den dazugehörigen Blogs pokipsi.ch und lebesmart. Und verfolgt uns beide auf jeden Fall auch über Instagram, da werden wir garantiert auch das eine oder andere während der IFA zu verteilen haben. In diesem Sinne euch einen erfolgreichen Freitag und genießt anschließend das Wochenende. Ich gehe jetzt mal weitere Mücken suchen, nervige Viecher. Euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.